Wollen die den da runter, Spartan? Wow! Das ist Scirocco. Da ist ein Schiff! Ich will zu dem Schiff. Handgranate! Fangen wir an. Recap Season 3. Hallo, Sir. Ja. Stellen Sie sich vor. Ich bin der Michael und ich will Berufskraftfahrer in Ihrer Firma werden. Nein, du bist Hunter Heavy. Du hattest Season 1. Erinner dich. Ich bin Barilla Spaghetuni von dem Orden von Elad. Deswegen stehen wir auch hier. Und ja, hier an dem Elad-Logo. Ich habe eine große Axt und schlag gern Dämonen tot. Und sonst mache ich gern lange Strandspaziergänge, aber nicht, wenn mir ein Schrimp in den Bauch petzt. Okay, dann erinnern wir uns mal an Season 1. Also, Season 1, die Abenteuer von Barilla Spaghetuni und Steven Grimson, der jetzt Haare hat. 25 spannende Episoden. So, warte, du hast eine Zweihand-Axt und du bist Warrior Monk, Wild Hunter und ich glaube Mercenary als drittes. Also ich mach das hier und diese Dinger. Ja, du kannst sonst nichts, du bist wirklich Mercenary als dritter Skill. Du läufst einfach schneller. Ja, doch. Wow, toll, du hast den Boden zerstört. Das ist die Blue Chamber, das ist ein Politikladen. Das Ding sieht aus wie Scheiße, gell? Hier kann man auch mal wieder sauber machen. Das Banner ist auch ziemlich ranzig. Warte, wir haben das Recap angefangen. Achso, oh ja. Ich habe einen Knopf gedrückt. So war der Recap Season 1. Also. Klapp. Wir haben die heilige Mission von Elad mit dir gespielt. Das sieht man, deswegen stehen wir hier. Deshalb hast du eine Palladium-Rüstung an. Und bist ein Templer. Mhm. In deiner spannenden Kampagne in Season 1 haben wir deine Mietschulden bei deiner Oma bezahlt, nachdem wir ein Schiffsunglück hatten und dein Leuchtturm auf dem Spiel stand. Immer noch. Nein, nicht mehr, weil du jetzt bei Elad arbeitest. Stimmt, ich habe jetzt einen festen Job. Dann haben wir dieses schmuddelige TR, so, in dem dich niemand mochte, vor einem Haufen Piraten gerettet. Scheiße, ich wusste immer noch. Die Batterie noch nicht dahin gebracht. Kacke. Oh Mann, ich bin so schlimm. So, dann sind wir in den Sumpf gegangen, nach Monsun. Und du hast dich der heiligen Mission von Elad angeschlossen. Du hast mit einem Gott höchstpersönlich geredet. Ich war dabei. Mit zwei? Du hast dich gefragt, ob er sich unter dem Tisch versteckt und mit dir redet. So, dann haben wir deine verlobte Uliele in die Luft gesprengt. Und jetzt ist sie Iron Man. Ich glaube, die hat auch irgendjemanden umgebracht. Aber das war super aus Versehen. Dann haben wir Ulieles Laserschwert bekommen. Wo liegt denn das Ding überhaupt? Hast du das? Oh, das ist in irgendeiner Kiste. Hab ich das? Ich meine, ich halte es in Ehren. Also ich hab's definitiv nicht dabei, aber wir haben eins. Wir haben ein echtes Laserschwert. Das ist so ein Ding, wenn du in 20 Jahren so eine Lego-Kiste auskippst, um die einzelnen Teile zu verkaufen. So, oh, scheiße, was ist das denn? So, dann waren wir hier, um Abgesandte zu beschützen. Das haben wir aber nicht hingekriegt und unser Kumpel Sephiren ist erschossen worden. Mit ja, einer echten levantischen Feuerwaffe. In so einem Hornissennest, gell? Richtig. So, dann, nachdem wir hier waren, um Abgesandte zu beschützen, haben wir den kompletten Krieg einfach ignoriert, weil dann deine Storyline nicht mehr vorkam. Also Berg und Levant haben sich gegenseitig ordentlich eingeschenkt und wir waren woanders. Ja, das interessiert aber auch irgendwie nicht. So, jetzt Spoiler für Season 2. Während deiner Sidequest haben wir quasi schon den Plot von Season 2 aufgedeckt, nämlich, dass die Soroborianische Akademie versucht, die Plagenbestien zu heilen. Dass sie nicht mehr versuchen, die ganze Zeit alle Elad-Leute zu töten. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das ist die Mission gewesen, wo du deinen Leuchterucksack gekriegt hast, den du auch nicht mehr besitzt. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab ihn nicht. Das war in dem Keller von irgendeinem Baum, gell? Ja, dieser blaue Rucksack mit der roten Rolle obendrauf, der leuchtet. Ja, den kenne ich. Das war in dem Keller von einem Baum. In dem Keller von einem Baum. Klassischer Ort. Danach haben wir eine Kirchenspaltung verhindert. Also wir waren mit Uliele unterwegs, die Iron Man ist, und haben versucht herauszufinden, wo Elad herkommt.
Wir haben dann festgestellt, dass er sich mit dem Kabal der fünf Winde angelegt hat, die eine scheiß Atombombe gezündet haben und der dadurch zu einem Gott geworden ist. Klassischer Plot. In Levant. Also haben die anderen Priester gesagt, wenn Elad nicht schon immer ein Gott ist, warum sollen wir dann auf ihn hören? Und weil das frech ist, haben wir die alle umgebracht, weil Heresy gibt's nicht in der heiligen Mission von Elad, okay? Richtig, das ist nicht frech, das ist Heresy. Das ist halt so, da wird man umgebracht für. Uli Ele fand das nicht so hot und ist ausgetreten aus der Kirche. Die bezahlt jetzt einfach so mehr Steuern. Ja. Finde ich auch gerecht. Ich meine, die macht ja auch nichts mehr. Dann haben wir kurz in Levant vorbeigeschaut, weil die hatten irgendwie einen Bürgerkrieg am Laufen oder so, haben die Königin da rausgeholt und dein Kumpel Elad hat einen Gott aus der gemacht. Mhm. Während der ganzen Sache haben wir Monsun verteidigt und dafür bist du zu einem Templer von Elad befördert worden. Tolle Sache. Ja, ich hab auch so einem heftigen lila Typ auf Fresse gehauen. Der war so heftig, dass es der erste Gegner aus Season 2 war, ja. Ja, aber der hat auch ohne Scheiß, also ich habe echt mehr erwartet. Kommst du an, er so, ich bin der König der Dämonen und dann zwei Klicks tot. Wir hatten Herr der Ringe Musik laufen und alles. Season 1, Top Erfolg, 25 Episoden sollte jeder gesehen haben. Ich meine, eine Episode besser als die andere. Mindestens. Mindestens. Denn nachdem wir dann bei dir in Season 1 so viel Action hatten, dass wir ein bisschen chillen mussten, haben wir Season 2 gestartet, in der ich mich an der Soroborianischen Akademie eingeschrieben habe. Also wir sind an die Uni gegangen. Ach, das war schön. So, mein Charakter hier ist Steven Grimson, Schwert und Schild. Ich bin auch Wild Hunter, so wie du, damit wir beide gleichzeitig in Zeitlupe durch die Luft springen können. Außerdem bin ich Khazit Spellblade und ein Runesage, das heißt, ich kann mächtige Blitze beschwören. Ja. Und Licht anmachen. Das ist Produktionsqualität hier, wird das Recap gerade viel besser. Das alles ist auch mittlerweile recht flüssig, das war ja mal ein bisschen schwieriger alles. Ja, Entschuldigung, ist nicht so einfach, Mage zu sein. Ja, gut, man kämpft da halt um sein scheiß Leben und du stehst daneben und blätterst in deinem Zauberbuch. Ich hab kein Zauberbuch. Irgendwo war ich könnte eins haben, aber ich hab keins, damit ich den Schild tragen kann, damit ich dein Leben beschützen kann. Wenn ich ein Zauberbuch hätte, könnte ich viel besser zaubern. Schneller oder besser? Besser. Das hilft mir halt auch nicht. Aber gut, erzähl weiter. Du hast jetzt studiert. Ja, na gut. Also wir sind da angekommen in Hamatan. Erstmal mussten wir einen Bus bezahlen, weil da kann man nur mit dem Bus hin. Da kann man nicht einfach so zu Fuß hinstiefeln. Aber Holzklasse. Ja, Holzklasse. Weil ein Ticket für die ganze Party reicht. Wir mussten uns einen Sitz teilen. Also wir sind da rüber und dann sind wir zu dem Kerl am Tresen gegangen, der in Wirklichkeit eine Frau ist. Das haben wir erst sehr spät herausgefunden. Und dann mussten wir erst mal jemanden suchen, der mir die Uni bezahlt. Obwohl wir beide richtig fett Knete dabei hatten, haben die sich über uns lustig gemacht und haben behauptet, wir wären Leuchtturmwärter oder sowas. Dabei habe ich in meinem Lebtag noch keinen Tag in diesem Leuchtturm gearbeitet. Das ist doch nur fürs Amt, das wissen die halt nicht. Wir sind also zu unserem Buddy Turnbull gegangen, der später sehr wichtig für die Story war. Und weil ich ein Mage bin, hat er gesagt, ich unterstütze dich, Brudi. Und ich so, nice. Wir haben uns gegenseitig High Five gegeben und einen Zungenkuss, wie man das macht an der Uni. Und schon war ich eingeschrieben. Dann haben wir uns eine saucoole Studentenbude am Campus geleistet. Fließendes Wasser, alles. Ein riesen Keller mit Methlabor, was man halt so braucht. Und Betten. Danach war dann erstmal nicht so spannend. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Kleinigkeiten erledigt. War schleppend. Der wichtige Part an der ganzen Sache ist, dass wir für den Militärdekan Blut von diesem Butcher of Man besorgt haben, der bei dir der Endgegner war und bei mir die erste Quest. Der hat's aber auch, also ohne Scheiß, der, nachdem er von uns auf die Fresse bekommen hat, hat er sich nicht gut erholt. Der hat dann wieder von unten anfangen müssen, nachdem die anderen Dämonen gehört haben, wie nass der gemacht wurde. Hat noch härter auf die Fresse bekommen. Wir sind dann für diesen lächerlichen Militärdegan rüber nach Levant marschiert. Wir mussten also wieder in den Bus steigen, der uns irgendwo hinfährt, weil du kannst dem Bus nicht sagen, wo du hin willst. Der Bus fährt einfach. Wäre ja langweilig. Wir sind nach Kack Levant, haben da irgendwelche Batterien bei Ozzy Osbourne abgeholt. Weil der Militärdegan, was hatte der vor? Der wollte irgendwelche neuen Golems bauen, um besser gegen die Dämonen kämpfen zu können, gell? Ja, der wollte seine Kampfgolems gegen die Dämonen kämpfen lassen. Dann haben wir noch irgend so ein komisches Itzi-Bitzi-Mini-Paket für unseren Kumpel Turnbull mitgenommen, den Magiedekan. Und weil das eine viel coolere Idee war, als das, was der Militärdekan geplant hat, haben wir uns dem angeschlossen.
Also haben wir der nächsten Aufgabe alles getan, was wir konnten, um den Militärdekan zu sabotieren und haben uns sogar mit der mächtigen Wolfgang angelegt. Die hatten lila Schwerter und können zaubern. Die waren im Prinzip so geskillt wie ich. Ja. Dann haben wir noch schnell die Sidequest abgehakt, wo wir den Forge Master getötet haben, der komplett Hamatan vernichten wollte, und haben das U-Bahn-System wieder ans Laufen gebracht. Das war ein Licht, gell? Das war ein Rostlich. Ja, der hat's auch ziemlich... Im Endeffekt war das eine ziemlich gruselige Storyline. Die haben irgendwie, die Seele von einem noblen Dude in eine Maschine übertragen, damit er die Golems kontrollieren kann oder so ein Schwachsinn. Das waren wohl früher die Golem-Generäle aus dem Dämonenkrieg gewesen und der war halt übrig. Ach so, ein Bio-Computer. Und wollte sich rächen oder sowas. Kein Plan. Auf jeden Fall haben wir dem auf die Fresse gehauen und ihn vernichtet. Durften wir aber niemandem sagen. Weil der Schulleiter irgendwie echt ein komischer Dude ist. Aber ich hatte Kalligrafieunterricht bei dem, oder? Ja. Stimmt, Kalligrafieunterricht. Das war kein gefälschter Brief, das war Kalligrafieunterricht. Richtig, deswegen hat er keine Zeit gehabt. Nach dem ganzen Sabotagegramm hat sich herausgestellt, dass unser Kumpel Turnbull die Dämonen tatsächlich heilen kann und denen freien Willen schenken kann und die nicht die ganze Zeit am Sabbern sind und Abgesandte von Elad zerfleischen wollen. Was ziemlich gemein ist. Dafür musste er denen nur ein paar coole Tattoos auf den Kopf verpassen. Und schon bam strahlen die so eine Aura aus, die auch alle anderen Dämonen chillen lässt. War also ziemlich cool. Aber weil wir ein bisschen übertrieben haben bei unserer Sabotage, wurden wir irgendwie vor Gericht gezerrt. Ich weiß auch nicht wieso. Außerdem war der Richter befangen. Der kannte uns. So, wir haben also unseren ganzen scheiß Sabotagekram erklärt und alle haben nachher geklatscht und haben gesagt, das habt ihr gut gemacht, Jungs. Der Militärdekan ist echt ein Versager und ihr seid cool. Genauso wie Turnbull und seine Tätowierstube. Deswegen habe ich Suits geguckt. Ich wusste einfach, was ich sagen muss. Turnbulls Tätowierstube ist übrigens, wenn man die Uni reinkommt, nach links hinter so einem Gullideckel. Ganz unauffällig. Merkt niemand, dass da ständig Leute hinter dieser Statue verschwinden. Und den negativ gehalten. Genau. Die Farbe ist gedreht da drin. So, nach unserem fetzigen Freispruch vor Gericht hat sich herausgestellt, dass eine Dämonenarmee unterwegs war, um Hamatan zu verdichten. Also sind wir losgezogen, immer noch während meiner Studienzeit, um Hamatan ein zweites Mal zu retten. Unser tätowierter Kumpel hat uns da rausgeholt und wir haben die Dämonenarmee nass gemacht. Also ich bin gestorben dabei, aber nicht wirklich, weil du noch gelebt hast. Also habe ich danach das Achievement bekommen, die Storyline durchzuspielen, ohne jemals zu sterben. War sehr cool. Alter, das ist, wo ich vor diesem komischen Ding da weggerannt bin. Ich meine... Ich habe mich mutig dem Kampf gestellt. Ja. Mutig dem Kampf gestellt. So, nachdem wir dann Hamatan zweimal gerettet haben und eine Tätowierstube aufgemacht haben, habe ich meinen Uni-Abschluss bekommen, Master of Magic. Sehr cool. Obwohl ich niemals auch nur in einer halben Vorlesung war oder eine Thesis geschrieben habe. Aber das ist ganz normal heutzutage für Unis, da passiert das ganz genauso. Ja, wenn das rauskommt, dann bist du kein Verteidigungsminister mehr. Du hast also die Welt gerettet, ich habe die Welt zweimal gerettet. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wir können zurück in unseren Leuchtturm, die Abwasserkläranlage in Cierzo reparieren mit zwei Batterien. Ich komme wirklich noch und mach das, ich verspreche es. Die warten erst seit Jahren darauf. Die trinken halt, die ganze Zeit Salzwasser. Die müssen halt das Brackwasser abkochen. Oh Gott. So, also wollten wir chillen, zurück nach Cierzo, in den Leuchtturm, bisschen rummachen, was man halt so treibt, ja. Was? Uns zur Ruhe setzen mit unseren 75 Kilo Gold, die jeder im Rucksack hat. Und dann Post. Jungs, ihr müsst euch um die Flüchtlinge aus Caldera kümmern. Die drei Brüder sind ausgebrochen. Komische Vulkane. Also es sind nicht drei Brüder ausgebrochen. Die drei Brüder sind die Vulkane. Okay, das klingt jetzt komisch. Es ist niemand ausgebrochen. Was ist denn da los? Siehst du das grüne Gefissel da in der Mitte? Ja. Jetzt ist es weg. Ich glaube, der hat gebläht. Oh. Ich glaube, das ist die peinlich. Lass nicht so laut drüber sprechen. Also, nachdem wir beide in unseren Questreihen die Politik und den Krieg komplett ignoriert haben, gibt es jetzt ein neues DLC, das sich mit den Nachwirkungen von dem Krieg beschäftigt, den wir beide nicht mitgekriegt haben. Also gehen wir jetzt runter in die Kneipe, reden mit dem Botschafter und schauen mal, wo es hingeht. Ein Botschafter in der Kneipe. Ja, der hat einen Brief für uns dabei oder so. Und der sitzt in der Kneipe. Ja,
Das wirkt jetzt nicht professionell. Der kriegt dafür Geld. Habe ich das richtig verstanden? Von mir nicht. Das ist so peinlich, Alter. Der beömmelt sich hier. So, Kinder, Geld. Rucksäcke holen und ab nach draußen. Juhu, alle in Zweierreihe, Hand an Hand. Das Zweiersystem hat noch nie versagt. Boah, hat er nicht gemacht. Glaube ich, durch den Bläh von dem Ekelhaften hier. Hey, das ist der Bruder von mit dem Magiedekan. Der heißt auch Turnbull, der Mann. Ändert nichts daran, dass er sich gerade eben die Hose geschissen hat. Vielleicht hat er sich nur ein Pfeifchen angezündet, so wie der Schulleiter. Bestimmt. Granatenhart zugebläht hat er sich hier. Ah, das ist aber... der hat ein ganz schönes Ding da weggelassen. Oh, scheiße, es ist dunkel geworden hier draußen. Junge, wenn deine Rüstung so cool wäre wie deren Rüstung. Ja, ich weiß auch nicht, wieso meine Rüstung nicht leuchtet. Daisy ist so viel cooler als ich. Ja, weil die Special Edition gekauft hat. Die hat halt mal 10.000 Euro mehr ausgegeben. Ja, DLC, das ist ein Skin. Microtransactions. Oh Gott, ich hab die Treppe verpasst. Ich dachte aber auch, hier ist das Geländer. Hier kann man aber eine Laterne aufhängen oder so. Ich hab ja als Mana-Rack auf meinem Hut. Wenn hier Arbeitsschutzbegehung dann ist, dann klar. Lass mich immer zuerst rein, falls der Typ uns sofort zuschwallen will. Na, ihr Banditen? Das Recap hat jetzt ungefähr 2 Stunden gedauert. Du hast auch viel zu viel Scheiße gelabert. So. Wer ist hier der Abgesandte? Der hier sieht aus wie ein Abgesandter. Ein Kurier. Fetter Rucksack, Brudi. Alter. Komm, stechen wir da ab. Sekiguchi Maiko, die kenne ich. Das ist diese komische Händlerin, oder? Ich dachte, das heißt Jebemdi Maiko und das heißt Hurensohn auf Japanisch. Hinter dir hängt wieder das Space Marine Logo. Gib mir den Brief. 2 Briefe. Ich will nur einen. Steven Grimson. Oh. Okay. Eine gewaltige Gelegenheit. Ja, Mann, das kenne ich. Wir suchen wieder eine Location. So, am Ende des Krieges, ja, da haben wir eben gerade drüber geredet. Ja, ich habe doch gesagt schon, dass die 3 Brüder ausgebrochen sind. Das klingt nur so, als wäre jemand aus dem Knast geflohen, aber in Wirklichkeit sind 3 Vulkane losgegangen. Im ersten Moment dachte ich auch so, wer ist ausgebrochen? Ja, Sirocco ist im Arsch. Ich weiß, wir müssen das wieder aufbauen. Okay. Ja, das interessiert mich nicht. Okay, also was, wir kriegen den 2. Brief und müssen ihn darüber tragen. So, bla bla bla, nach Caldera. Wir gehen mit, natürlich. Sirocco ist eine sehr wichtige Stadt. Ich habe noch nie davon gehört, Mann. So, ja, Cleverness. Ich habe einen Uni-Abschluss, Master of Magic. Ich werde dich nicht enttäuschen, du, der eine sehr wilde Zusammenstellung an Rüstungsteilen anhat übrigens. Ja, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Der Adventurer-Hut, die Brigantenrobe, Stiefel kann ich dir nicht mal sagen von hier und der 100er-Rucksack. Wir sind Gucci. Wir gehen nach Caldera. Gib mir den 2. Brief. Ups. Wir brauchen doch eine Location, es geht schon wieder um Penetration. Oh ja. Be ready for anything. Wir sind gut vorbereitet, wir haben beide unsere Storyline fertig gespielt. Ja, aber wenn der sagt, dass wir irgendwas Besonderes brauchen oder so. Habe ich jetzt diesen Brief irgendwo oder hat er mich angefaked, der Kerl? Ich sehe hier keinen Brief. Achso, warte. Komm mal her. Ja, mach mal dein Zauberbuch auf. Ich will ja nicht, dass du dich gleich erschreckst. Ja. Dann gehst du unten auf kosmetische Skills. Zauberbuch. Kosmetische Skills. Hä? Was meinst du mit meinem Zauberbuch? Jetzt bin ich raus. Ja, das vorletzte von hinten, wo deine Skills sind. Ja, das ist ja nicht mein Zauberbuch. Ja, kosmetische Skills. Dann gehst du nach links, Kosmetik, und dann beschwörst du das Haus-Hippo. Guck dir diese Ferkel an, ey. Was zur Hölle ist das? Deins hat sich hingesetzt. Das sind... Warum haben wir das? Weil wir das DLC haben. Das sind Gegner da drüben. Das sind Vulkanhippos oder so eine Scheiße.
Ich will nur, dass du vorbereitet bist, falls wir die Dinger gleich sehen in groß, dass du nicht anfängst zu heulen und wegrennst, so wie sonst wir gegen irgendwas kämpfen müssen. Verstehst du? Was ist das? Hui! Oh, im Obergeschoss sind Feuerwerkskörper explodiert. Ist gar nichts passiert. Ich renne nicht vor allem weg, gegen das wir kämpfen müssen. Auch davor nicht! Warum hast du einen Sandhai? Der ist schwierig zu bekommen. Da muss man zu einer bestimmten Zeit in Cierzo den Brunnen anfingern. Gut, Schluss damit. Pack die Tiere ein. Wir gehen nach Caldera. Da kommt man doch von hier aus hin, oder? Deshalb sind wir hierher gekommen. Nicht sagen, wo das ist. Ey, wir haben 1000 Kilo Gold in der Tasche. Ich hoffe, du hast ein paar Vitabix dabei, damit wir rüber können. 8 oder so. Das sollte reichen. Automatisch lau. Ach, plus. Plus. Le plus? Ich mach mal die Seelenlaterne an. Wobei, ich kann ja eigentlich. Ich habe ja unendlich viel Mana. Das regeneriert ja wegen meinem Hut. Ich bin ja verzaubert. Scheiß auf die Seelenlaterne.